So, herzlich willkommen, meine Krieger und Kriegerinnen, zurück zu Dragon's Dogma Dark Horizon. Wir sind in Finstergram. Mir ist es ein Ticken zu leise, tatsächlich. So. Genau, hier sind wir. Hier war irgendwo so ein krasses Flatterviech. Ist immer noch ein bisschen leise. Hey, warum ist denn das so leise? Gut, es passiert natürlich auch gerade nicht so viel. So. Dann, Freunde, weiter. Schauen wir mal, da kommt man hoch. Jetzt sage ich gerade auch noch einen Audiofehler drin. Oh, Freunde, die Aufnahme steht unter einem großartigen Stern. Unter einem großartigen Stern. Was haben wir hier Gutes? Nostalgiestaub. Nostalgiestaub. Der entwickelt sich bei mir, Nostalgiestaub, wenn mir die Tränen in die Augen kommen, wenn ich Siedler 2 spiele und die Tränen dann so trocknen und so ein bisschen sandig-körnig werden. Wisst ihr, dann entwickelt sich in meinen Augen Nostalgiestaub. Amulett des Münzherrn. Ich glaube, das hatten wir aber schon mal, oder? Nostalgiestaub anscheinend auch. Der war mir tatsächlich noch nicht so bekannt. Aber okay, okay, okay. Das Spiel wird schon wissen. There, Master. Ogres. Ah, Bruder, du willst da wirklich rein, oder wie? Das war ein großer Ogre. Ein sehr großer Ogre. Wir schauen uns den noch an, Freunde, aber nicht jetzt. Warte, ich hätte auch... Nein, 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 Freunde. Keine Ego-Trips. Keine Ego-Trips. Ich werde da richtig... Da werde ich richtig sauer. Ist aber nichts. Treasure, perhaps? Violette Pelerine, okay. Liftstein. Ich sehe schon, ihr wollt euch heute wieder am gemeinsamen Tragen massiv beteiligen. Boah, können wir überhaupt eins von diesen Monstern hier töten? Den, glaube ich, hatten wir schon. Okay, Freunde, also passt auf, wir haben den Weg durch. Hier ist irgendwie so ein ziemlich krasses Biest, so ein riesiger, ein Fladermus oder ein naher Verwandter der Fladermus. Ach ja, witzig, die sind auch, die habe ich ja alle zerstört, oder? Genau. Ja, immerhin sind die Monster nicht wieder gespawnt, weil die sind richtig stark. Okay, dann hier weiter. Auf geht's. Boah, allein schon dieser Flügelschlag. Ja, jetzt halt dich doch fest, Junge. Look there, a cockatrice. Was? 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 I'll go at once. Very well. Ihr seid so dumm. Ihr seid so dumm. Ihr seid so unglaublich dumm. Warum?
Warum lockt ihr den jetzt auf unsere Fährte? Warum seid ihr immer wieder so dumm? Krieg ich die Vollkrise. Jedes Mal dieselbe Kacke. Jetzt muss ich den angreifen. Der versteinert doch auch, oder? Haben wir überhaupt Anti-Versteinerungstränke dabei? Wahrscheinlich nicht. Oh! Nein! Oh, Baby. Da ist er. Oh, ich weiß nicht, was das... Vorsicht, 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 Vorsicht. Komm, versteckt euch. Der ist aber nicht so stark, glaube ich. Ganz kurz, was haben wir dabei? Ah, Basiliskenfluidum? Aber nur ich. Sehr gut. Ich will mein Feuer zurück. Freunde, ich will mein Feuer zurück. Und zwar schnell. Vorsicht, 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 Vorsicht! Ist das irgendwie eine andere Art von Basilisk? Ist das vielleicht gar nicht der, den wir aus der Standardwelt kennen? Weil der tut uns gar nicht, der tut uns gar nicht versteinern. Kann irgendjemand meine Waffe verzaubern? Ich bräuchte irgendwie einen Feuerzauber, Freunde. Nein? Keiner? Nein? Ja, wäre auch komisch gewesen. Hey, der Balkon ist ja ultra geil. Der ist ja ultra nice, da kannst du die ja richtig schön weghauen. Und die kommen auch nicht hoch. Ach, deswegen kann er mich nicht... Oh, jetzt steht er drüben. Was haben wir da? Rift-Splitterbündel, okay. Oh, Bruder, was willst du denn? Achso, ich bin... Sollte man darüber kommen auf dem Balkon? Das probieren wir vielleicht nach dem Kampf, oder?
Eieieiei, Freunde. Na, wenn wir schon mal so einen High Ground haben, dann sollten wir den auch nutzen. Oh, mein Freund. Meinst du, ich treffe deine Bumsbirne nicht? Er hat uns angeatmet und der ist zu viel Knoblauch. Was haben wir hier? Ja, genau, das hau ich mir rein. Und es ist wieder mal sich selbst. Saugfähiger Lappen, Hartknollentunke. Ausdauertrank. Und natürlich flüssiger Elan. Das müsste ihm doch wehtun, wenn ich seinen aufblasbaren Sack da... Hast du gerade wirklich eine Flasche mit Öl geschmissen? Ist das dein Ernst? Ja, ja, bitte. Bitte. Take care, you aren't petrified. Sehr schön, meine Liebe, sehr schön. Jetzt geht's ab, mein Freund. Du magst Schmerzen? Versuch mal ein Korsett zu tragen. Take more care. Nein, nein, mein Lieber, nix take more care. Jetzt bin ich richtig drauf. Flieg! Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Das ist eigentlich, das Ding ist, es ist halt nicht notwendig, wisst ihr? Es ist nicht notwendig, dass ich das jetzt mache. Ich weiß nicht, was das für eine Attacke da ist, aber ich glaube, dass sie sehr schmerzhaft ist, so jetzt komm. Jetzt brennt er wieder. Schön, schön, er stürzt ab, er stürzt ab. Ah, er hält sich. Er hält sich. Danke, danke, Freunde. Ne? Danke für die Hilfe. Hart ignoriert worden. Oh ja. Ich kann nicht ganz erkennen, was das machen soll. Uns tut's auf jeden Fall nicht sehr viel. Ich weiß nicht, was du machst, aber gib mir auch was davon. Oh ja. Just wait. Hilft Licht gegen Basilisken? Damit auch ein paar von deinen Freunden draufgehen, oder? Was bist du? Ich stecke fest. Das ist nicht sein Gebrüll, das ist sein stinkender Atem, weil er sich nie seinen Schnabel putzt. Der Dreckhammel, der. Es ist aber zu weit, darüber zu springen, Freunde. Schweben vielleicht. Sealed.
glaube, das ist zu schlau. Kann ich noch speichern? Ihr habt meine Leichenteile. Das ist mein Basilisken-Stuff. Oh, Goblins hassen alles. It'll take more than that. There's no way we could have lost to that. Fire, lend thy kiss. Nice. Ja, der Balkon, würde ich sagen, hat es uns relativ easy gemacht, oder? Das war eine echt gute Position, Freunde. Okay, lass mich mal kurz die Karte checken. Dort führt uns der Weg weiter. Was auch immer das in Finstergram bedeuten soll. Diese ganzen Riftkristalle auch. Übrigens, ja, ich habe jetzt haben wir ein bisschen Ruhe, jetzt können wir über was quatschen. Ich habe erfahren, dass anscheinend diese Medaillen der Schwüre eine Zeit lang, also die waren gar nicht Teil des Hauptspiels, sondern anscheinend gab es die als DLC. Ups. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann gab es 10 Medaillen der Schwüre-Quests für 2,50 Euro. Was zur Hölle? Also das ist schon, das muss ich sagen, kommt schon sehr nah an die Pferderüstung von Oblivion ran. Wobei die ja wenigstens optisch noch was hergibt. Ich meine, diese Medaillen der Schwüre, die bringen ja anscheinend wirklich gar nichts. Was super frustrierend ist. Weil die Jagd ja doch, also ich meine, ja, man sammelt es doch, um irgendwie zu hoffen, dass was dabei rumkommt. So. Naja, schauen wir mal. Ah, die Medaillen der Schwüre können wir eh nicht alle sammeln, aber zumindest brauche ich dann kein schlechtes Gewissen zu haben, aber dass die Dinger für 2,50 Euro für 10 Stück angeboten wurden, ist schon... Ja, das ist schon eine Frechheit. Muss man schon so sagen. Basiliskenschnabel. Okay. Gut, den Bereich haben wir durch. Das heißt, ich gehe jetzt kurz. Da gibt es doch einen geheimen Durchgang. Mehr oder weniger geheim. So, jetzt will ich nochmal schauen, ob wir da oben nicht doch irgendwie auf den anderen Balkon kommen. Und ich sollte mal speichern, jetzt wo ich es wieder kann. Ja, dann gibt es doch den Oger. Den sollten wir zumindest mal probieren. Aber da ich ja die Oger eigentlich schlimmer finde als die Zyklopen, habe ich da... Ich weiß nicht, ob wir da so weit kommen sollen. Boah, es ist weit, Freunde. Es ist sehr weit. Ich probiere es, komm. Boah, das macht halt auch einfach gut. Weil einfach... Fenrir-Splitterbündel, naja, gut. Geil, 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 geil. Ich bin mit dem Stuhl mitgegangen. Ich bin einfach mitgegangen. Das ist so, wenn du so Sprünge machst, ich fühle das so, da mitzugehen. So, jetzt schauen wir mal. Das ist alles... Ah nee, da geht noch eine Treppe hoch. Ansonsten bleibt uns in dem Gebiet nur noch der Oger. Sonst nicht. Aufgestiegen sind wir auch, oder? Stufe 87, ja.
Naja, denn. Ah. Goblins. Yeah! Oh Gott. Freunde. I'll take that. Ich sehe da unten irgendwas glitzern. Also ich springe da nicht einfach runter. Ich weiß auch gar nicht, wie tief das Wasser da unten ist. Am Ende sterben wir da nur. Hier haben wir den Oger gesehen. Das gefällt mir gar nicht, Freunde. Das gefällt mir gar nicht. Oh ja, und ihr habt mir auch gesagt, wie man anscheinend die Rüstungen veredelt. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Das ist ja auch eine von unseren Quests, oder? Verbessert eine Waffe weiter, die durch Drachenflammen veredelt wurden. Ja, das müssen wir unbedingt machen. Ja, ja, das ist was Dickes, Großes. Jetzt viel, viel Bomben gegeben. I'll take that. Jetzt habe ich nicht gesehen, was er genommen hat. Egal. Also ja, der Kampf unten. Okay, ansonsten glaube ich, gibt es hier aber nichts weiter, Freunde. So. Hier bin ich hergekommen. Ja, Oger. Safe Oger. Uiuiui, hoffentlich schaffen wir das noch rechtzeitig. Es ist nicht so viel Zeit. Stinker! There, Master! Ogres! A blue heart. Ist groß. Oh, 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 wir kriegen ihn gut weg. Boah, was ist das? Oh, Boah, er hat schon einige Pfeile im Auge. Ich krieg sie einfach nicht. Oh, ich sehe gar nichts, Freunde. Okay. Okay. Ich glaube, der ist tot. Ja, und das Erz hat sie natürlich auch rausgesprengt. Freunde, hier. Treasure, perhaps? Mondstein, Platinklumpen. Oh, nice. Das noch Silbererz. Oh, das war eine krasse Ausbeute. Das kam nicht von einem. Ja, hier sind zwei. Okay.
Hier ging's noch hoch, aber ich habe schon gemerkt, die Dinger, also diese Aufstiegsdinger bringen einfach nichts. So, eine Hartknollentunke, immer gut. Sieht so ein bisschen aus wie das Gebiet am Anfang. Ah, Moment, hier ist der... Da wäre noch ein Balkon. Ah ja, da waren wir schon unten. Doch, das kommt mir bekannt vor. Puh. Da ist nochmal eine Kadavernessel. Treasure, perhaps? Ich glaube, die Kadavernesseln sind richtig cool. Ich glaube, die bringen richtig was. Ah ja, hier ist die Tür. Hier. Genau. Okay. Das heißt, wir haben das Gebiet prinzipiell durchsucht. Der Balkon fehlt halt noch. Den könnte man sich jetzt noch angucken. Aber den Rest haben wir durchgehauen. Oder... Greif, ja, war jetzt nicht so ultra easy, aber haben wir ganz gut geregelt, würde ich sagen. Haben wir, würde ich sagen, ganz gut hinbekommen. Wie komme ich da jetzt am dümmsten hin? Den Sprung werde ich nicht schaffen. Ich gehe einfach schnell außen rum. Wir gehen schnell außen rum, Freunde. Komm, bevor wir uns jetzt das Genick brechen. Aber das war ja noch eine... Ja. Angenehme Ebene, würde ich sagen. Also wenn ich das andere mit diesen ganzen Blutogern und so... Wo ich immer noch keinen Plan habe, wie ich das regeln soll. Ewiger Reisestein, Liftstein. Oh. Wer weiß, was sich da oben noch versteckt, Freunde. Sollten wir uns, wenn wir die Möglichkeit haben, sollten wir uns das nicht entgehen lassen. Und wir haben ja einen stabilen Doppelsprung und wir haben gesehen, es geht schon, es geht schon. Ein bisschen Konzentration, dann kriegen wir das hin. Ja, es geht eigentlich tatsächlich relativ easy. Schön. Oh, und jetzt bitte lasst irgendwas. Bitte nicht nur so ein... Ich hatte es befürchtet. Ich kann diesen Riftkristallen, um ehrlich zu sein, nicht ganz so viel abgewinnen. Wahrscheinlich, weil ich keine Ahnung von dem Spiel habe. Oh, das war jetzt aber auch... war jetzt schon sehr gut gemacht. Weil ich wahrscheinlich keine Ahnung von dem Spiel habe und den Wert dieses Gegenstands vollkommen unterschätze. Was ich hier gar nicht gesehen habe, waren makabre Figuren. Eigentlich gar keine gesehen. Können jetzt hier nochmal runterschauen. Wäre doch eigentlich ein ganz gutes Versteck hier, oder? Aber... Nee, scheint nichts zu sein. Puh, Freunde. Die Gruft der geschändeten Wahrheit. Ich weiß zwar nicht genau, wo uns das hinführt, weil wir haben ja anscheinend ein Ziel. Ich kann auch nicht ganz sagen, wo uns das hinführen soll. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal weiter. Ich will jetzt auch nicht voreilig schon zurückkehren, auch wenn ich gern... Ihr habt mir ja das eben gesagt mit dem Drachen veredeln, dass das bei dem Händler, glaube ich, geht, oder? Würde ich natürlich gern machen, aber da müssen wir jetzt halt einfach kurz warten. Ist jetzt wieder ein bisschen kurz vor knapp, eine knappe Runde, aber trotzdem, es passt gerade so schön. Deswegen würde ich sagen... Verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns morgen bei Dragon's Dogma Dark Horizon. Haut mir es dann rein. Euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.